Grüß euch. Da bin ich wieder, da nicht mehr. Ich darf mit euch heute Hosen machen, was auch wieder was Schmalzbar ist. Hosen aber, das ist schwierig den Tag zu beschreiben, aber das seht ihr, das ist weder ein Mürbtag noch ein Hefetag. In dem Rezept von meiner Mama arbeitet man mit einer gekochten Milch oder mit einer heißen Milch. Und ich habe verschiedene Rezepte mittlerweile probiert, weil das mit der gekochten Milch irgendwas ein bisschen ja, diffizil ist. Aber ich komme immer wieder zu dem Rezept zurück, weil das für mich einfach so schmeckt, wie das kennt und die anderen einfach irgendwie für mich komisch schmecken. Ja, dann fangen wir an. Für unsere Hosen brauchen wir 600 Gramm 405er Weizenmehl, 10 Gramm Salz, 3 Eier, 170 Gramm saure Sahne oder Sauerrahm, je nachdem, wie es bei euch heißt, 100 Milliliter Milch, 25 Gramm Butter und zum Außerbacher sind es jetzt in dem Fall für die Pfanne 600 Gramm Pflanzenfett oder Öl, Butterschmalz, Schmalzmargarine, was ihr kriegt. Wenn ihr eine größere Pfanne habt, braucht ihr vielleicht 800 Gramm, das seht ihr aber dann schon. Wie immer unterstützt mich auch heute wieder der Igor. Igor, du darfst mir meine Zutaten wieder bringen. Ups, vielen Dank. So. Jetzt dann haben wir da ein Mehl und da auch ein Mehl, oder was? Das ist dann zum Auswägeln. Du weißt, ich nehme immer ein griffiges Mehl zum Auswägeln. Das ist mir lieber als das normale, aber das ist für den Tag und das ist zum Auswägeln. Das weiß ich jetzt nicht, aber gut, lass mir ja was sagen. Ja, was ist das für ein Mehl? Ein ganz normales 405er. Mhm, und das? Und das ist ein griffiges, also so ein Spätzle mal oder Wiener Grüßler, wenn man kriegt. Man kann auch normales Mehl zum Auswägeln nehmen. Aber mir ist das ist ein bisschen griffiger und ein bisschen feiner und da bleibt nicht so viel am Tag hängen. Deswegen. Schon wieder was gelernt. Gell? Das schaut aus wie eine Milch. Genau, die Milch. Und was ist das für ein Zeug? Das ist ein Sauerrahm oder Sahne. Ah ja. Die Milch, die haben wir gleich einmal in den Topf rein, weil die müssen wir heiß machen. Und dann. Also richtig kochen? Die darf richtig kochen. Und jetzt schalte ich das einmal gleich ein. Ja, wenn ich es hinkriege. So, ich muss aufpassen, dass es da nicht überkocht. So. Ja, das kann schnell gehen. Gut, dann tun wir da mal das Mehl rein. Wie viel Mehl ist das jetzt? Das sind 600 Gramm. Okay, also. Und kann sein, dass ich da mit der Hand noch kneten muss, weil mein Rührgerät ein bisschen schwach auf der Brust ist, aber einfach, dass man sagt, dass natürlich geht das mit der Küchenmaschine auch oder mit dem Thermomix natürlich wunderbar. Dann ist es halt handgemacht, ne? Das ist richtig. Und, aber es hat nicht jeder einen Thermomix. Also Thermomix war einfach alles eine, die koche die Mühle dazu und eine Minute oder eineinhalb auf Teigmehlstufe, dass man halt einen schönen glatten Tag hat, verkneten. Da haben wir Salz, den wir gleich mit rein. Was ist das, ein Esslöffel? Das sind 10 Gramm. 10 Gramm? Was ist 10 Gramm? Das ist ein Esslöffel. Ist ein Esslöffel? Ja. Ungefähr. Ungefähr. So, dann da gleich ein Ei. Ein Ei. Noch ein Ei. Das fängt jetzt noch an, die kann man schon wieder wegziehen. So, das geht ja schnell. Dann haben wir zwei Eier. Drei Eier. Dann brauchen wir da. Das nehme ich gleich mal weg. Einen. Weil das schaut nicht schön aus. Ja. Dann haben wir da den Sauerrahm rein. Das ist eine Butter, das oder? Das ist eine Butter, das sind 25 Gramm. Die nehmen wir auch mit rein. Und dann gehe ich jetzt einfach her, das stellen wir das mit dem in der Hand. Das ist die Spülle, die Spüle hinterher. Und die lässt das Tablett. Ordnung haben. Genau. Und das verrühre ich jetzt kurz. Bloß so schnell grob unterrühren. Mhm. Okay. Einfach nur so ganz grob. Und dann kommt gleich die Milch drauf. Für die Menge Mehl, so wenig Eier. Ja, das wäre ein fester Tag. Deswegen sage ich. Also wie gesagt, einfach bloß ein bisschen grob verrühren. Den Rest macht er dann das Rührgerät, beziehungsweise ich dann mit meinen Fingern. Meine Hände sind wieder gewaschen, wie sich das so gehört. Das ist dann auch Zeit. Ja, meine ja. So, dann nehmen wir da die Milch rein.
Das stellen wir gleich weg. Also, irgendwie finde ich wenig Milch und wenig, ja, wenig Eier. Also es wäre richtig. Das wäre der feste Tort. Ja, das machen wir dann weg, dann müssen wir dann jetzt aber mal zum Auswählen. Das dauert jetzt einfach eine Zeit, bis man das verknetet hat. Upsa. Dann geht die Maschine zu. Ja, noch geht's. Aber wenn es dann einmal ein bisschen besser in Knie geht, ja. Dann knirgt man. Ja, schaut aber schon gut aus. Ja? Schaut schon gut aus. Und vor allen Dingen, die Hosenohren gingen wahnsinnig schnell, weil die brauchen nicht gehen und gar nichts. Die muss auch der Tag nicht rasten, die kannst du sofort dann, wenn sie fertig sind, auswägeln und auszubauen. Und wie die Kinder kommt wieder ein Haufen Fett. Mei, ein Haufen. Dazu. Ein bisschen Fett brauchst du nicht für was Schmalzbares, brauchst du ein bisschen Fett. Ja? So, ich mache jetzt das aus und mache den Rest mit der Hand fertig. So. Falls die Maschine zerreißt. Ja, jetzt schauen wir mal, wenn wir das hinkriegen. Das wird einfach ein schöner glatter Tag sein. So. Also wenn er nicht mehr an der Schüssel backt, dann ist er gut sozusagen, richtig, oder? Schauen wir mal. Etwas einmal für die Finger, dass das nicht so pickt. Das kommt jetzt dazu, damit der. Das ist einfach nur für meine Finger, dass das nicht so pickt. Genau, dass es nicht an der Pfote oder an der Schüssel poppt. Ein bisschen was kann man brauchen. Nein, das passt schon. Okay. Hey, ich frage was. Ja. Ja, und die batzelt umeinander. Da geht noch was drauf. Nein, da geht nichts drauf. Das passt. Nichts mehr drauf. Mir glaubt ja nie einer irgendwas. Nein. Ich weiß, was der Knoblauch gehört wahrscheinlich auch nicht rein. Kenne ich schon die Geschichten. Da geht aber nie du kannst da Knoblauchsuppen machen und dann kannst Hosenohren dazu essen, weil da ist ja nur Salz drin. Also die kannst du sowohl herzhaft, zu was Herzhaften essen, als auch was, zu was Süßen. Okay. Bin ja gespannt, wie die am Schluss ausschauen. Ja, das wirst du dann schon sehen. So, da Hasenohren stellen wir jetzt irgendwie so was Längliches, Spitziges vor. Nein, die kannst du entweder. Da schon wieder. Die werden ausgewogelt, so halber den Zentimeter dick, dicker nicht. Und dann nimmst du da ein Radl und tust entweder dreieckig wie Ohren oder kannst da Rauten ausradeln, je nachdem. Und ich glaube, du hast tatsächlich noch ein kleines bisschen mal drauf. Hab ich nicht gleich gesagt. Mir glaubt denn nicht was. Habe ich schon gesehen. Ja. Langsam kenne ich mich aus mit der Schmalzbäckerei da. Ja, pass auf, jetzt gibt es dann Igas Küchenschmankerl, oder? Ja, ich mache mehr so eine Art Ernährungsberatung. Ach, du machst Ernährungsberatung. Wie man das nicht macht. Ich habe schon mitgekriegt, dass Sauerbraten-Fan bist keiner, soll ich mir einen Sauerbraten machen? Ja, für mich nicht. Von mir aus gern, ne? Solange ich nicht fressen muss. Das ist schon recht. Gegen eine anständige Wurstzwiebel habe ich nichts. So. Leberkasse mir geht auch, ne? Aber ein so, Sauerbraten. Wenn man dann länger knetet, dann. Aber der, weiß nicht, ob der halt dann pappt alles zusammen. Ja, nein, da war noch ein bisschen was rein. Ich weiß nicht, warum der heute pickt. Liegt vielleicht am Mond. Sagen wir mal, boah, das sind meine negativen Schwingungen, weil ich gesagt habe, da brauchst du einfach nichts. Wahrscheinlich wird es von dem gekommen, aber ich glaube, das langt jetzt dann.
tun jetzt aus. Brauchen wir da irgendein Brettle oder sowas, wo man drauf hängt? Nein, ich tue den dann einfach bloß auswickeln. Okay. So. Also das andere Mehl ist eigentlich nur dafür da, dass er, wenn er poppt, ja, genau, dass man noch aber mal jetzt was ist er schon her, jetzt ist er biegt jetzt noch ein bisschen, aber wird schon schwer. Ja, ja, das schaut schon richtig nach Knödel aus. Großer Knödel. Ja. Wenn wir den dann zum Auswickeln nehmen, dann passt das schon. So. Jetzt zeige ich euch den einmal noch, wie der ausschaut. Man kann ein bisschen weiter kneten, dass er noch ein bisschen glatter wird, aber der ist so ganz okay. Und dann zum Auswickeln kommt einfach ein bisschen Mehl drauf. Und alles ist gut. Gut, dann werde ich sagen, dann bauen wir da zum Auswickeln. Brauche ich irgendwas? Muss ich irgendwas tun? Ich rieche gleich was her. Okay. Dann fangen wir an und dann mal einen Tag auswickeln. Ich tue den jetzt einmal raus, dann mal ein bisschen neu raus. Ich habe mir angewohnt, dass ich immer gleich alles auswickelt und dann nachher noch gleich rausbrache. Dann brauche ich nicht dazwischen, aber noch zum. Also weil dann geht es wieder ein bisschen besser ausgegangen da. Dann nehmen wir den heraus. So. Aber jetzt hat er verloren. Machen den Rest raus. Ja. Zeiten. Dann nehmen wir da ein bisschen was runter. Und ich glaube, den lege ich jetzt da einfach da immer. Und die tun da auch wieder. Also immer so stückelweise. So stückelweise, genau. Und dann nehmen wir da gut mal her. Und man sieht da so schön, das ist das Mal, dass das nicht so abbiegt. Mhm. So, und da habe ich jetzt mein Ausrohr. Das Nudelholz. Genau. Wird eine schöne Ciabatta. Ja. Und wir sagen, Ciabatta ist halt ein bisschen dicker, weil es ein Hefeteig ist. Und das ist ja kein Hefeteig. So. Ein bisschen noch auswickeln. Die Form ist eigentlich wurscht, weil man dann was rausschneidet. Ja, rausschneiden, genau. Mhm. So. So. So passt das. Also so. Wie dick sind wir da ungefähr? Ja, jetzt haben wir knapp einen halben Zentimeter. Halber dann gehe ich immer her und mache meinen Rand. Da habe ich so ein Radl. Das tue ich dann wieder zum nächsten Tag dazu. Dann machen wir gerade. Und dann räumen wir da oben. Dann räumen wir auch weg. Und dann kannst du jetzt entweder dann Rauten machen. Ich gehe einfach her und mache Dreiecke. Dann kommt es nochmal auf, dass das nicht anklebt. Das ist jetzt eine ganz normale Baumwoll. Das ist eigentlich Küchentuch oder was? Ich habe mir halt einen Bettbezug gewinnen, mhm, den ich ausgewaschen habe. Der ist noch nie hergenommen gewesen und habe mir einfach das Stück zugeschnitten. Also irgendein Baumwollding halt, das braucht, genau, oder? Mhm. Aber das schaut jetzt nicht aus wie ein Hasen, nur das schaut jetzt aus wie ein Dreieck. Ja, aber wenn du es jetzt so nimmst, schau her, kann das jetzt ein Ohr sein von einem Hasen. Nein. Schau, wenn es das da ist. Der Hase hat ja so ein Ohr. Ja, ich meine, das kannst du ja schneiden, ja, das du kannst es ja so länglich machen. Die Wiener Würstel kommen auch nicht aus Wien. Ne? Nächst, schneiden. Ein Hasenohr? Du darfst da schneiden, wie du willst. Du kannst da. Ich mach jetzt da ein Hasenohr. Dann machst du ein Hasenohr. So schaut es. Dann machen wir das so. So schaut das aus. Dann tust du die Leuchte. Aber da, was am Kopf angewachsen ist, da muss das gerade sein. Gut, dann machen wir. Das ist ein Hasenohr. Ein bisschen in die Pampe da rein. So. Hasenohr. Hasenohr. Nur eins? Nein, das langt schon. Ich bin ein bisschen faul. Von genetisch bedingt. Mhm, da haben wir jetzt gleich zwei auf einmal. Ganz genau. Geht es natürlich schneller. Das ist jetzt fast sogar ein bisschen dick. Ganz kurz drüber. Kann man aber drüber rollen. Ja, man wird gesagt, du kannst das machen, wie du das willst, ob du das zuckert willst oder ob du das gerade willst. Ich mache es halt. Man könnte ja auch, so wie mit
Platzerl an Weihnachten irgendwas aufstechen, oder? Theoretisch. Da darfst du ja auch schon. Kannst auch mal. Es ist halt so, die Hosen runter, die gehen ja noch ein bisschen auf. Mhm. Die sind dann innen drin hoch. Wir sind gespannt, wenn sie fertig sind. Ja. Das auch schon. Mhm. Und da gehen wir jetzt mal so rum. Und dann mal den nächsten raus. Und den Rest schmeißen wir weg. Genau. Das war jetzt ein bisschen eine Verschwendung. Kriegen die hin. Ich gehe jetzt einfach her und tue mir den nächsten Tag raus. Tue das ein bisschen drunter mischen. So. Und dann hole ich mal wieder aus, wenn es auswickeln. Mhm. Unbedingt. Nochmal auf. Ja. Wie eine Pizza. Ja, jetzt pass auf, aber jetzt baut ihr da Torten. Ne? Deswegen treiben wir die immer wieder um. Aha. Okay, dass ihr nicht da baut. Ich verstehe. Ein bisschen dick, gell? Und ein bisschen größer werden. Können wir nochmal umdrehen? Mhm. Also immer wieder in das Mehl rein, damit genau, das nicht dann da dann so ohne baut. Drauf, genau. Mhm. Der zieht sich aber dann wieder zusammen, der Hundling. Wenn man so lang und dann macht man und geht wieder zusammen. Bisschen noch, wenn es ein bisschen da herum noch, dann muss ich schon wieder. Das langt schon. Ja, jetzt kriegt das aber so richtig. Ne? Jetzt mach ich ihn platt. Machen fertig. So. So. Schneiden, ich schneide, du schneiden, Hosen rein. Wo ist da vorne, wo ist da hinten? Wurscht. Ja, genau, da schneidet sich gar nichts. Wenn du das machst, dann schaut das so einfach aus. Bei mir, da schneidet sich da nichts. Du machst aber für große Rattel, mein lieber Schwan. Ja, die kommen wieder. Das ist immer ganz sparsam, damit die nicht so viel. Die kommen wieder zusammen, pappen und dann da. Nummer mal. Ich kann mit vier Hosen an, aus dem Trumpflegers. Aha, das wären aber jetzt große. Die bringen wir nicht auf vorne. Ja, die machen wir schon noch kleiner. Wenn das Klump einmal schneiden wird. So, und jetzt gehen wir da nochmal durch. Und da nochmal durch. Oder auch nicht. So passt es doch, oder? Ja. Sagen wir es einmal, dass es gut ist. So, wart. Größer sind ja auch nicht wie die. Ja, alles gut. Darf man das Führer legen. Und dann würde ich sagen, dann wollen wir zwar den Rest aus. Und wenn wir fertig haben, dann fressen wir es. Ich möchte jetzt zuerst rausbauen, bevor es ist. Ach so, ja gut, das kann man auch machen. Das ist wahrscheinlich auch möglich. Okay, ich glaube, das war einfacher. Gut, ich habe meinen Tag fertig ausgerührt. Das Fett ist heiß. Wie immer sieht man das mit dem Kochlöffel, wenn man den rein tut, dass da dann am Stiel Blasen sind. Und das heißt für mich, ich kann meinen ersten Hosenrahmen einlegen. Es darf nicht zu heiß sein, oder? Es sollte nicht zu heiß sein, aber es sollte schon auch warm sein. Also aber das Fett sprudelt erst, wenn man den Hasenohren dann einlegt. Genau, und wichtig ist, dass man da das Fett drüber schüttet, damit die schön aufgehen. Und innen drin hohe werden. Mhm. Das sind wie so kleine Kissen. Faszinierend. Machst du auch einen? Wie sich der aufbläht. Ja, hoffentlich stehen wir nicht, man ist bläht. Ja. Ich nehme auch gleich nochmal an. Die brennt. Ja, aber der muss ja nichts drüber schütten, der flackt ja schon unten drin. Ja, du musst schon, damit der da schon. Die wenn man aufbläht. An die Pfanne hinkommt, das wäre ziemlich heiß. Das wird vielleicht nicht machen, ja. Okay, jetzt ist er aufgegangen. Rein jetzt gleich um? Nein, oder? Du lässt ihn da ein bisschen. Und dann schütt ich noch was drüber? Das langt schon. Der ist jetzt schon aufgegangen, das langt schon. Mhm. Aber es dauert bloß ein, kurz, zwei Minuten ja, oder so? Ich glaube, den darfst du schon dran. Mal schauen, wie er ausschaut. Ich glaube, da haben wir sogar bei der Hitze ein bisschen runtergedürfen. Mhm. Du brauchst es nicht. Brauch ich nicht. Das langt schon. Der ist jetzt schon aufgegangen. Ja, es macht aber Spaß. So. Nein, die schauen entzückend aus. Gut, jetzt haben wir die ersten raus. Und das Schöne ist halt das, du kannst das, weil kein Zucker drin ist,
Du kannst das alles was Süßes essen mit Puderzucker, den deiner können wir aussuchen. Alles mit Puderzucker. Dann kommt gleich der nächste. Bestreut und was Eigewächs dazu. Mhm. Oder mit Apfelkompott. Oder wenn du sagst, du möchtest zu einer Suppe essen, was herzhaft. Kann man doch auch wunderbar füllen, oder? Wenn da innen ein Platz drin ja, ist, dann kann man. Ja, da kommt Marmelade nicht mehr. Ja, oder Leberwurst oder irgendwas. Oder so. Also mit Leberwurst habe ich es noch nicht probiert, mit Zwetschgenmarmelade schon. Im Prinzip ist es ja neutral, das ist ja bloß ein Mehl. Wie ein Brot, ne? Nein, oder? Also nein. Da ist ein Ohr drin, da ist ein Sauerrahm drin. Ich glaube, das tust du jetzt in ein Brot eher also. Weniger rein. Ja. Und wie gesagt, den kannst du jetzt auch von der Kategorie. Ist der schwer zum kategorisieren, das ist wie gesagt kein Mürbtag, kein Hefetag. Ich bin noch gespannt, wie es schmeckt, wenn es sehr typ ist. Ja, probierst du. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Aha. Und du kannst Form machen, kannst, was du willst. Du kannst Dreiecke machen, du kannst Rauten machen, du kannst. Mit du so, kannst es ausstechen. Mit so Platzalformen oder sowas, ne? Ja, müssen wir mal probieren. Ja, der ist noch nicht ganz brauchen. Das ist der von der Brache. Den nächsten. Aber irgendwie macht das richtig Spaß. Gell? Muss ich sagen. Schmeiß mir den rein und schütt wieder zu. Schau. Und zack, zack, sind sie fertig. Wunderbar. Ja. Ist was Schnelles und weil der Tag nicht gehen muss, haben die wirklich ganz schnell gemacht. Also im Prinzip kannst du jetzt sagen, wenn ich jetzt morgen der Tante Erna anruft und sagt, Igor, in einer Stunde bin ich da, ich komme zum Kaffee trinken. Dann kannst du sagen, gut, Tante Erna, dann kriegst du Hosen an. Bis die Tante Erna da ist, sind deine Hosen fertig. Und ich glaube, du gehst da über auf den Ding auf. Das kann schon sein, aber warum ist der so grob? Habe ich den gemacht? Oder was? Nein, ich glaube, den habe ich gemacht. Das schaut irgendwie komisch aus. Aber der hat es jetzt so, oder? So ein bisschen karamellbraun, dann ist er eigentlich genau, fertig. Der ist fertig. Die brauchen ein bisschen. Und bloß schauen, dass man mit dem Löffel nicht über das Hand vom anderen drüber sappert mit dem heißen Öl, weil das gerade unangenehm wird. Das war suboptimal, ja. So. Möchtest du noch weitermachen? Also ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal den Rest raus und wenn wir fertig sind, dann probierst du einen und sagst, ob es gut ist oder nicht. Wunderbar. Wir sind jetzt fertig mit den Hosen und die sind alle recht schön geworden. Ich habe die jetzt da mal mit Puderzucker hergerichtet. Du kannst jetzt da, wie selber was eingeweckt, Erdbeeren, Zwetschgen oder Zwetschgenmarmelade. Man kann es aber auch herzhaft essen. Und probier's mal so und dann also machen wir das. Also ich bin jetzt einmal wirklich gespannt, wie das innen ausschaut. Ja, machen wir. Die sind innen drin hohl. Die sind innen drin komplett hohl, da kann man also alles mögliche hineinfüllen. Du kannst Marmelade, Leberwurst, Knoblauchquark oder sonst was. Okay. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Schreibt es halt einfach mit drunter im Kommentar, wenn was, dass ihr das probiert habt und ob es euch was geworden sind. Und über den würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann sehen möchtet und dass ihr uns abonniert, was wir sonst noch alles zusammen fabrizieren. Wird noch einiges folgen und du, weiß ich nicht, du suchst dir dann irgendwas mit Knoblauch. Die sind so gut. Da brauche ich jetzt eigentlich gar nichts dazu. Das Kaffee. Nicht einmal einen Knoblauch, vielleicht etwas noch einen Kaffee. Ja. Aber dass das innen dann so hohl ist und so flauschig und fluschig und puffig. Freib. Wunderbare Sache und es geht schnell. Genau, also wie gesagt, wenn der Tante Erna. Du brauchst gar dann, Hefe und. dann machst du dir einmal Hosen an. Und die ist schon lang gestorben, die habe ich gar nicht mehr. Nein, also schauen toll aus, schmecken super und gehen ganz schnell. Wunderbar. Also mit dem Schmalzbacher war ich nie so richtig der Ding, ne? Aber mit den Hosenohren habe ich dich erwischt. Aber die schauen trotzdem nicht aus wie Hosenohren. Du, Hose hat doch keine solchen Ohren, oder? Hat er solche? Wenn du das so nimmst, das kannst du jetzt schon an Hose hinhalten. Na gut. Ja, also okay. Machen kannst du das, wie du das willst. Du kannst die Zucker und Eckert und rund und sonst was machen. Das ist alles dir überlassen. Dass man da eigene Form vielleicht findet. Okay. Okay, also danke und bis zum nächsten Mal. Servus. Yum, yum, yum.